guten Abend miteinander. Zu dieser Jahreszeit haben die Hobbygärtner meistens nur noch einen Wunsch, nämlich für raus in den Garten zu werken. Und darum finden sie bei Coop jetzt wieder ein grosses Angebot von Qualitätshämereien. Für zartes Gemüse, für aromatische Kräutli und für eine bunte Blumenpracht. Auch kräftige Setzling offeriert ihnen jetzt Coop zurzeit. Und für ein gesundes Wachstum da hat sich der organische Volldünger von Coop bestens bewährt. Zur Verbesserung der Bodenbeschaffenheit wird ja immer wieder Torf eingesetzt. Weil aber die Torfreserven sehr beschränkt sind, hat Coop nach einer umweltfreundlichen Lösung gesucht und einen vollwertigen Ersatz gefunden. Baumrinde von Fichten und Tannen, die bei der Holzverarbeitung sozusagen als Abfall entsteht, wird im natürlichen Verrottungsprozess zu einem bakteriell hoch angereicherten Kompost umgewandelt oder zu einem langlebigen Abdeckmittel verarbeitet. Bei Gemüse, Blumen, Beere oder Sträucher 1-2 cm Coop Rindenkompost gleichmäßig verteilen und leicht einarbeiten. So entsteht ein wasser- und luftdurchlässiger Boden mit idealen Voraussetzungen fürs Pflanzenwachstum. Das Coop-Abdeckmaterial unterdrückt das Wachstum vom Unkraut, sorgt für eine gleichmäßige Bodentemperatur und hält die Feuchtigkeit besser im Boden zurück. Und Beet und Wege sehen erst noch gepflegter aus. Die neuen beiden Bodenverbesserer von Coop sind also nicht nur gut für den Garten. Sie leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung von einer intakten Umwelt. Und einen Beitrag für das intakte, liebliche Wohlbefinden leistet jetzt hoffentlich die Studioküche. Vielleicht haben Sie schon lange keine Cordon Bleu mehr gemacht. Dort so Erinnerungsrezept, wo Sie auch in der Coop-Zeitung nachlesen können. Die Kalbsplätzli, wo uns der Coop-Metzger für diese Gelegenheit gerne extra flach geklopft hat, mit Salz und Pfefferwürzen. Auf eine Hälfte Schinken und ein Stück Gruyère-Zer Käse legen. Die andere Hälfte drüber schlagen und mit einem Zahnstocher verschließen. Dann werden die Plätzchen im Mehl, im Ei und im Paniermehl gewendet. Das Paniermehl mit der flachen Hand ein bisschen andrücken, bevor sie die Plätzchen im heißen Öl goldbraun braten. Ich bin ganz sicher, mit diesen knusprigen Cordon Bleu werden sie viel Erfolg haben. Einen guten. So viel für heute. Ich wünsche allen einen grünen Daumen und auf Wiedersehen. Gerade anschliessend zeigen wir Ihnen noch ein paar interessante Coop-Aktionsangebote. Zum Anfang ein aktuelles Blumenangebot. So einen bunten Frühlingsstrauß gibt es in allen Coop-Blumenabteilungen für nur 4,90 €. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Zweifelpalmchips in der Familienpackung Natur oder Paprika statt 4,95 € nur 3,65 €. Radion Vollwäschmittel 5 Kilo plus 0,5 kg gratis statt 18,50 € nur 14,90 €. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Erdbeere im Körbli a 450 Gramm für nur 2,20 €. Zum Schluss noch ein interessanter Preisabschlag. 500 Gramm Gala 3 Eiernudeln kostet nur 1,40 €. Auf Wiedersehen.